Hallo meine Lieben, willkommen in meiner Werkstatt und zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem, ich brauche ein Regal für meine Küche, wo ich meine Anlage oben drauf stellen kann und ein paar Bücher und so. Und das möchte ich natürlich auch noch, weil es so schön geht, ist ja schließlich eine Recyclingküche, schon wieder das Wort, möchte ich das natürlich auch aus diesen Platten bauen. Und zwar soll das so dick werden, 24 mm, klar, zwei Platten übereinander, 12 mm sind sie stark und 26,5 cm soll es breit werden, 1,50 Meter lang. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich denke schon. Ich werde es jetzt erstmal anreißen. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei, geht sofort los. Das Material kennt ihr ja schon. Das ist jetzt nichts Neues. So, 26,5 auf 26,5. Okay, passt. 80 cm ist er lang. Also, was wollen wir haben? 80 cm. Ich will ein Brett haben von 1,50 m. Das wären zwei hintereinander mit 10 cm Überlappung. 10 cm Überlappung ist jetzt nicht so viel. Ich schneide erstmal vier Stück zurecht. Ja, doch. Die muss ich dann sowieso in der Länge noch aufteilen. Das ist so ähnlich wie Parkett verlegen, wo das dann im Prinzip das Endstück wieder ans nächste drankommt oder es in dem Fall drunter kommt. Passt schon. So. Wer möchte mir ein neues Diktumblatt schenken für eine Reoba? Ja, ich sehe schon. Muss ich selber kaufen. Hunderter Schleifpapier, wenn man kein 18 hat, reicht Hunderter auch. Versuche ich jetzt mal den Kram hier irgendwie sauber zusammenzukleben, leimen, schmeißen, wie auch immer. Mal sehen, was wir noch Schönes haben. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir das. Noch ein bisschen Platz. Ein bisschen komm. So. Der Kram, das ist ja jetzt nicht so schlecht. Okay, das andere. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das klappt. Das gibt jetzt mal wieder so eine richtige geile Zwingenparty. Das dahin. So, Kenners. Das wird jetzt so eine richtige geile Sache. So. Richtig Leim dran, damit die Platte auch richtig eine Platte wird. Die Platte eine Platte wird. Naja, wie auch immer. Oh, das tut weh. Echte Kanne. So. So. Wichtig für die Zwingenparty. Unterleghölzer. So, das war's. 24 Stunden später. Nein, das stimmt nicht. Es sind nicht genau 24 Stunden, aber es ist schon ein ganz schönes Stückchen. Und dann mache ich den ganzen Kram wieder ab.
jetzt, meine Lieben, bin ich mehr als gespannt, ob das Ding auch gerade ist. Das ist ganz schön krumm. Ey. Jetzt gibt es das ein oder andere, naja, ich will nicht sagen Problem, aber Herausforderung. Also das Ding ist erstmal ganz schön schwer geworden. Das ist jetzt oben. Das oben drauf. Das ist wahrscheinlich noch zu lang. Das werden wir gleich sehen. Was habe ich gesagt? 1,50. Und wenn es zu lang ist, dann säge ich es einfach ab. Ja. Ist es sogar viel zu lang. Das ist nämlich 1,60 lang. Mit dem Überstand hier von gut 50 cm oder 40 cm sollte ich auch genug Haftkraft haben, dass sich das Ding nicht einfach so nonchalant durchbiegt. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht einfach nicht die Sperrholzkante offen lasse, sondern dass ich da meine gestrig gefundenen dünnen Holzplättchen, wie auch immer, einfach aufleime. So. Ich glaube, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Die ordentlich aufgeleimt. Brauche ich genau eins. Nehme ich die trockenste. Ich sehe schon, es ist hier alles noch ein bisschen feucht. Die hier sieht gut aus. Also, wir haben 24 mm Stärke. Das Ding ist 75, 6, 78, 77. Kriegt man locker raus. Leg mal los. Absägen. Und dann muss das hier irgendwie angeleimt werden. Was brauche ich zum Sägen? Eine Säge. Ach was. Echt? Ich brauche eine Säge zum Sägen. Hätte ich nicht gedacht. Es wird nichts. Das dauert zu lange. So. Ja, das hat er. Und jetzt. Einen habe ich noch. Und da war's doch genau. Brauchen wir noch zwei. Konsole Tor, Schichtholz, 20x25. Als das Ding Tor heißt, kommt es garantiert von Ikea. Gleich mal gucken. Okay. Jetzt mache ich da einfach ein bisschen Kiefernholz drauf. So. Festspannen. Und dann hoffe ich mal, dass das klar geht. So. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch das andere Teil. Das hier. Und das muss natürlich so eingepasst werden, dass der Übergang dann möglichst fließend ist. Möglichst. Ob das klappt, kann ich euch noch nicht sagen. Ah ja. So richtig fließend ist es nicht, aber es ist hier genug, um hier hinten rumzukommen, weil das ist ja dann das Stück, was zum Fenster hin zeigt. Und wenn ich von außen gucke, möchte das natürlich auch so in dieser Art sein. So. Es ist auf alle Fälle schief, das Ding, also das weiß ich schon.
Und ich kann es auch nicht gerade rücken, weil mir da so eine entsprechende, wie auch immer, Stange fehlt. Ich kann es damit probieren, aber ich glaube nicht, dass es geht. Mal das. Gut, jetzt fehlt im Prinzip nur noch einmal schön schleifen, schön glatt schleifen. So. Mach ich ein bisschen fest. Und dann kann es schon losgehen. Mit meinem kleinen Lieblingshobel. Mal sehen. Okay. Jetzt muss ich langsam vorsichtig machen. Jetzt habe ich nämlich schon die Höhe erreicht. So, lauter Locken. Sieht ja aus wie beim Friseur, ja. Und da war der Ton weg. Ja, na gut, wie auch immer. Die Oberflächenbehandlung habe ich wieder mit Holzsiegel gemacht, indem ich den einfach so wie hier gezeigt gestrichen habe, ein bisschen habe anziehen lassen und dann den Überstand mit Papiertüchern abgenommen habe. Das gibt eine sehr schöne, sehr dünne Oberfläche, die aber gut wischbar ist. So, ihr Lieben, jetzt werden wir sehen, ob es geklappt hat, meine Messerei richtig war. Das sollte jetzt auch so gehen, nehme ich mal an. So, ihr Lieben, das war's zum Küchenregal. Soweit bin ich zufrieden damit. Es hat den Anschein, als wäre die Wand nicht so stabil, wie sie sein sollte, aber durch die drei Träger, die da drin sind, reicht das mit der Stabilität aus. Ich bin soweit zufrieden, es trägt das, was es soll und es sieht auch noch schön aus, finde ich. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denkt auch an das kleine Glöckchen für die Erinnerung und freut euch auf die nächsten Schandtaten, die kommen werden. Bis dahin sage ich viele Grüße, euer Bastelbär.